Herzlich willkommen beim Meetup der Scrum User Gruppe B. Wir haben heute das riesige Vergnügen, Andy Schlieb und Pete Beck bei uns begrüßen zu dürfen. Andy ist sehr aktiv bei der Scrum Alliance und war sehr nahe dran, als der neue Scrum Guide geschrieben wurde. Und wir haben die Variante, alles selber zu lesen und herauszufinden, was da jetzt sich verändert hat oder was da gut oder schlecht ist. Oder wir lassen uns das von den Profis zum Thema Scrum in Europa einfach mal vorlesen, vorleben und erklären. Andy, Pete, seid ihr ready? Wir sind bereit. Leg mal los. Weil ich nicht so viel beitragen kann, würde ich jetzt mein Mikrofon mal auf ausstellen und die Show gehört euch. Ihr habt 90 Minuten Zeit, zum Thema Scrum Guide 2020. Und warum auch immer das Topic the good, the bad and the ugly heißt. Viel Spaß, bis später. Ja. Herzlich willkommen auch von unserer Seite, Pitt und mir. Kleine Vorwarnung, wir sprechen fließend Schriftdeutsch. Ist halt unser Dialekt, ist halt unsere Mundart. Falls wir etwas zu schnell reden sollten oder zu langsam, gebt uns Bescheid, dann passen wir uns dementsprechend an. Ja, es geht um den Scrum Guide 2020. Ein lang ersehntes Update, was noch schon fast bis 21 gebraucht hat. Wir haben davon schon gehört, irgendwie so Anfang des Jahres als eine Vorabversion in die Community gegangen ist, also nur die Community der Trainer und ganz wenige Eingeweihte. Und diese Version wurde von der Community der Trainer munter zerrissen. Und ein halbes Jahr später kam dann tatsächlich jetzt die aktuelle Version raus. Ja, bevor wir loslegen und auch ein bisschen was über uns erzählen, lade ich euch einfach mal ganz kurz ein, wenn ihr wollt, auf menti.com zu kommen. Das ist einfach eine Umfrageplattform. Da könnt ihr dann mit dem Code 4376463 10.000 Franken gewinnen. Nein, wir sind ja nicht beim Superstar. Da könnt ihr dann gewissermaßen uns gleich ein kleines bisschen Feedback geben. Wir werden natürlich nachher auch mit Miro arbeiten, weil wir da zu Hause sind, aber hier erst einmal so ein bisschen zum Warmwerden ein paar Fragen von uns. Aber noch ganz ein, zwei Worte noch zu uns, falls ihr uns noch nicht kennt. Ich bin Andi, wie gesagt, schon eine Weile dabei. Ich habe seinerzeit noch fast von Ken Schwaber persönlich den ersten Scrum Guide zum Übersetzen bekommen und seitdem war ich auch immer wieder beim Übersetzungsteam dabei. Falls euch die Übersetzung von diesem Jahr nicht gefällt, in diesem Jahr war ich nicht dabei. Ja, und falls euch das Bild schon gefällt, was ihr seht, dann haben wir hier unseren anderen Trainer beim Scrum-Team, ja, unseren anderen Mitgründer, den Peter Beck und unseren Star-Designer. Pitt, magst du dich Wobei auch? bei dem Design hat ja meine Tochter mitgeholfen. Ja, ich bin der Pitt. Einige kennen mich vielleicht auch. Mit Andi zusammen das Scrum-Team gegründet und genauso lang zusammen mit Scrum unterwegs, mit aller Leidenschaft und natürlich auch mit immer viel Leidenschaft dabei, über die Scrum-Definition zu diskutieren und ob das eine gute ist oder eine schlechte. Wobei ich jetzt nicht ganz so involviert war. Ich habe mich da ein bisschen eher rausgenommen, habe mich mehr darauf konzentriert, mich in meiner Rolle als Product Owner bei das Scrum-Team zu fokussieren und das Team zu fokussieren. Deswegen ist es schon gut, dass der Andi heute uns da ein bisschen durchführt. Er hat da mal die Details und auch ein bisschen Community-Feedback dazu, was so alles dazu passiert ist beim Scrum Guide. Ja, wir würden euch gerne natürlich auch alle persönlich kennenlernen, aber wie Rudi schon gesagt hat, irgendwann nach 90 Minuten wird er den Hahn abdrehen. Deswegen haben wir das Kennenlernen ein wenig zusammengefasst und ich gehe einfach mal in dem Menti eine Folie weiter. Das müsstet ihr ja auch sehen. Einfach mal eine Frage an euch: Wie nutzt ihr Scrum? Und die Optionen, die euch da bereitstehen, wenn ihr darauf schaut, ja, und ihr seht auch schon live das Update der Antworten als Scrum Master oder agiler Coach. Das haben wir einfach mal zusammengefasst. Und als Product Owner, Entwickler haben wir auch zusammengefasst. Ja, also die auf der linken Seite, die eine Organisation schaffen oder auf der rechten Seite, die ein Produkt schaffen. Ich sehe noch nicht oder nicht mehr. Ja, das wollen wir auch nicht werten, weil ihr habt sicherlich gute Gründe dafür. Wenigstens ist keiner in der Kategorie. Ich dachte, wir machen heute Jira. Das beruhigt mich schon mal. So, sehr schön. Es kommen noch so ein paar Punkte an.
Ich sehe also, wir haben hier ganz viele dabei, die ein berufsmäßiges Interesse daran haben sollten. Was steht da im Scrum Guide? Was muss ich den Leuten eigentlich beibringen? Und wir haben einige dabei, Product Owner und Entwickler, denen sollte es bestenfalls ja egal sein, was steht da im Scrum Guide. Aber wir werden mal schauen, ob das wirklich so egal ist. Ah, super. Super, viele Punkte. So, ich gehe einfach mal aber einen Schritt weiter nochmal. Wobei, man nicht sagen kann, noch nicht oder nicht mehr, finde ich sehr interessant. Bin ich auch froh, dass da Menschen dabei sind. Denn für viele ist vielleicht, die Scrum-Erfahrungen gemacht haben, irgendwann mal eine Ablehnung entstanden. Vielleicht auch, weil ein Missverständnis da ist. Vielleicht hilft der Scrum Guide ja auch, da wieder neu zu motivieren, das sich wieder mit zu beschäftigen. Genau. So, und jetzt nochmal so generell, geht nochmal in euch, das ist jetzt eher so eine offene Frage. Dieses Meetup wird mir etwas bringen, weil, ja, nehmen wir einfach mal so 2 Minuten, überlegt mal für euch, wenn ihr wollt, tippt mal auf menti.com rein, was ist eigentlich eure Erwartung, was ist euer Glücksbedürfnis hier von diesem Meeting? Sehr witzig. Es gibt auch eine Hörfassung mittlerweile schon, auch von der deutschen Übersetzung, weil ich weiß. Hörbuchfassung. Ich hoffe, das hört ihr jetzt ganz genau. Hier einschenken. So, sehr schön. Ja, noch 1 Minute. Oh, erstes Meetup, das ist spannend. So, oh, schauen wir nochmal. Ihr könnt, auch wenn ich in Menti weitergegangen bin, könnt ihr immer nochmal wieder auf diese Antworten zurückkommen und schauen, was da eigentlich gewissermaßen gegeben wurde. Wird jetzt erstmal die Präsentation soweit lassen oder verlassen und gleich in die Thematik einsteigen. So, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Hier haben wir unser nettes kleines Poster, unser Scrum Guide Poster. Ich muss noch mal ein bisschen reinziehen, damit es scharf wird. Und damit ihr das gleich selber auch in der Auflösung zusammen mit den Informationen vom Scrum Guide anschauen könnt, gebe ich euch doch einfach mal das Wort frei. So, also bitte schreibt, bitte packt da jetzt nicht eure anderen Kanban-Flows oder sonstigen Sachen rein. Wir bleiben im Moment noch bei Scrum. Ich gebe euch mal eben hier den Chat. Andi, kurzer Tipp, wenn du noch mal ein bisschen mehr reinzoomst und wieder rauszoomst, dann wird es auch scharf. Dies ist die Optimierung bei Miro, dass man das Bild erst später nachgeladen wird. Genau. Super. Genau. Ich wollte es noch gar nicht scharf haben. So, jetzt aber. So, du wolltest es unscharf haben. Absicht. Na dann. Ja. Das Scrum Guide Poster, einige von euch kennen das vielleicht schon. Das ist auch bei unserer Webseite einfach kostenlos runterladbar. Könnt ihr euch also auch jederzeit ziehen. Das Scrum Guide Poster beinhaltet so das Wichtigste im Scrum Guide auf einen Blick, wobei der Scrum Guide selber gar nicht so viel mehr ist. Im Englischen sind es, glaube ich, 13 Seiten. Das heißt also, die haben massiv zusammengestrichen, viele Implementierungsfragen generell weggenommen und natürlich auch dementsprechend Sachen verdichtet, die vorher ja, ausführlicher gemacht worden sind. Und einer der Top-Punkte, der euch vielleicht interessieren könnte, je nachdem, wie ihr Scrum lebt, schon mal der. Ganz zentral seht ihr das Scrum-Team. Ja, das hieß also vorher auch schon Scrum-Team. Und ihr findet aber in dem Scrum-Team kein Entwicklungsteam mehr.
wenn man genau guckt, also die Grünen nennen wir alle Developer oder im Deutschen DeveloperInnen. Ja. Es gibt also ein Scrum-Team und ein Scrum-Team hat einen Product Owner, einen Scrum-Master und eine Reihe von Developern. Diese einzelnen Positionen werden spitzfindigerweise auch im Scrum-Guide nicht mehr Rollen genannt, sondern es wird nur davon geredet, dass es im Scrum-Team verschiedene Verantwortlichkeiten gibt. Wie natürlich die meisten von euch wissen, also gerade auch die, die als agiler Coach unterwegs sind, ist eine Verantwortlichkeit innerhalb eines Teams einfach auch nur ein Synonym für eine Rolle. Also finde ich diese Änderung persönlich nicht so hinreichend, aber wichtig ist eben halt, es gibt kein Team innerhalb des Teams mehr. Interessanterweise wird auch im Scrum Guide ein bisschen expliziter gesprochen über mehrere Teams. Also wie ist das, wenn ich mit 3 Scrum-Teams an einem Produkt arbeite? Und da wird witzigerweise gesagt, dass diese Scrum-Teams sich dann typischerweise den Product Owner teilen und das Product Backlog und den Sprint und die Definition of Done und ähnliche Sachen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich hier so eine ziemlich fundamentale Änderung. Das ist so einer der Punkte. Wir werden eure Fragen dazu auch noch einsammeln. Wir machen jetzt, glaube ich, erstmal so den Crash. Es sei denn, das geht zu schnell, ihr kommt irgendwo gar nicht weiter, dann wird Andi, Uli mich stoppen. Andi, es gibt Leute, die haben Mühe zu finden, wo du auf dem Canvas bist. Könntest du über dein Icon die Leute zu dir ziehen? Das wäre super, Andi. Ich habe dasselbe. Also ich sehe das in Miro selbst nicht. Warum auch immer. Ja. Jetzt sieht man es, ja, keine Ahnung. Das ist auch eine Anwendungsfreigabe offen für diejenigen, die jetzt da gerade nicht ins Miro reinkommen. Ja? So, vielleicht hätte ich das mal erstmal auf Read-Only stellen sollen, aber das macht ja nichts. Das heißt, einer fasst hier jetzt gerade das Poster an. Genau, danke. So, wenn ihr jetzt also mir weiter folgt, dann müssten wir jetzt zu dem nächsten Segment kommen. Das haut mir ab. Dem nächsten Segment kommen, und zwar dem Sprint Planning. Ja, es gab in dem letzten Scrum Guide immer wieder so kleine Differenzen darüber, wie viele Scrum-Ereignisse haben wir denn nun? Ne, also es heißt jetzt inzwischen nicht Meeting. Es sind auch keine Zeremonien oder Rituale, so hießen die noch nie, sondern Ereignisse oder Event. Ja, und diese Events, davon gibt es 5. Jetzt zählt ihr natürlich nach und seht so, wenn ihr mal diese hellen Blöcke anguckt, ja, das sieht ja nicht ganz wie 5 aus. Jetzt müssen wir das so ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Nummer 1, da wird nochmal ganz klar gesagt, ein Event ist der Sprint als Ganzes. Und der Sprint ist halt kein formales Event, sondern ist gewissermaßen der Container oder Behälter für die anderen Events. Also 5 Events, aber 4 interessieren uns davon eigentlich hauptsächlich. Das Sprint Planning. Und das Sprint Planning kennen wir ja so ein bisschen als zweigeteiltes Event. Es fing an mit Sprint Planning 1 und 2. Dann hieß es, wir haben ein Sprint Planning mit einem Was- und Wie-Teil. Und jetzt redet der Scrum-Guide eigentlich eher von Themen. Warum haben wir diesen Sprint? Was ist das Ziel? Was machen wir oder was nehmen wir aus dem Product Backlog in diesen Sprint rein, um dieses Ziel zu erreichen? Und wie setzen wir das um? Ja, also aus 2 Themen werden 3 Themen. Und damit wird natürlich auch das Sprintziel prominenter. Das Sprintziel gerne übersehen, stand schon immer im Scrum Guide. Also es wurde immer wieder erwähnt und auch betont. Aber hier haben wir eben halt ganz deutlich das Sprintziel als Element. Ja, und da kommen wir auch gleich zu der nächsten großen Änderung. Es gab in Scrum immer so ein bisschen so lose Dinge, die da so rumgeflogen sind, wo gesagt wird, die gehören da zwar dazu, aber die gehören da nicht wirklich dazu. Ja? Beispiel die Produktvision. Ja, natürlich müssen wir eine haben, aber sie ist kein Artefakt und wird eigentlich auch gar nicht so sehr erwähnt. Ja? Oder ein anderes Beispiel, Definition of Done. Ja, musst du auch haben, ja? Weil Definition of Done ist eigentlich ultra wichtig. Aber was ist das eigentlich? Ja, das hast du eigentlich nur. Ne? Diese Sachen, Definition of Done und das Sprintziel, die hatten, das gehört auch dazu, die hatten keinen wirklichen Namen. Und deswegen haben die jetzt
gewissermaßen so ein neues Zuhause gekriegt, eine neue Zuordnung. Und diese Zuordnung, da gehe ich jetzt mal rein in die Darstellung der Artefakte. Ja, also einfach mal eine etwas abstraktere Darstellung. Diese Zuordnung sagt ganz klar, jedes der drei Scrum-Artefakte hat ein sogenanntes Commitment oder ein Versprechen oder ein Bindeglied, etwas, worauf es hinarbeitet. Und das ist beim Product Backlog das Product Goal oder Produktziel. Das Produktziel könnte man synonym zur Vision verwenden. Es ist aber noch ein bisschen konkreter. Also Produktziel ist der nächste große Schritt, den ich in meinem Produkt erreichen will. Das könnt ihr Release nennen oder ihr könnt es nennen ein Key Result oder ein Objective oder was auch immer. Da seht ihr auch schon einen der großen Kritikpunkte, ja, dass das so ein bisschen zu sehr an starren Zielen und Roadmaps orientiert ist und nicht mehr dieses Visionäre und sich Entwickelnde hat. Das kann man so oder so sehen, aber auf jeden Fall ist das Produktziel, das Product Goal, das Commitment vom Product Backlog. Und da wird auch ganz genau gesagt im neuen Scrum Guide, wie man das anwendet. Das ist gewissermaßen euer Backlog-Eintrag Nummer 1. Also ganz oben im Product Backlog steht euer Produktziel und das brecht ihr dann runter in einzelne Backlog-Einträge, die ihr braucht, um dieses Produktziel zu erreichen. Ein Team darf auch immer nur an einem Produktziel arbeiten. Ja, das heißt also, wenn ihr jetzt ein anderes Produktziel habt, dann müsst ihr das entweder abschließen, an dem ihr gerade arbeitet, oder ihr sucht euch, oder ihr müsst es eben halt fallen lassen. Auch ein sehr interessanter Aspekt. Das Ziel, kommt jetzt schon wieder das Thema Ziel, nämlich mit dem Sprintziel. Mit dem Sprintziel verhält es sich ähnlich. Also das Produktziel beantwortet eigentlich, warum arbeiten wir an diesem Produkt oder an diesem Release oder an dieser Version. Das Sprintziel beantwortet, warum machen wir diesen Sprint? Was wollen wir eigentlich in diesem Sprint erreichen? Und steht gewissermaßen also auch ganz vorne oder ganz oben im Sprint-Backlog, wie ihr das auch immer verwalten mögt. Ja? Also Sprintziel, wenn wir zum Beispiel sagen, Produktziel ist, wir haben eine Dating-Applikation für Hunde, für den asiatischen Markt. Ja? Das ist unser Produktziel. Und unser Sprintziel kann sein, wir sind in der Lage, dass Hundebesitzer ihre Hunde und deren Präferenzen irgendwo registrieren können. Was aus dem Product Backlog gehört dazu? Aha, vielleicht so ein Login und Foto vom Hund hochladen und ähnliche Sachen. Dann haben wir eben halt dort eine Verbindung. Die Definition of Done ist auch nicht mehr allein, sondern die Definition of Done ist jetzt als Commitment geknüpft an das Increment. Ja, das Increment hat sich auch ein bisschen verändert, aber das Increment selber kann also nur erreicht werden oder nur gebaut werden, wenn die Definition of Done erfüllt wird. Und da wird dann gesagt, die Definition of Done enthält die Qualitätsmaßnahmen, ich hätte es mal eher mit Merkmale übersetzt, also generell, wann ist ein Product Backlog Eintrag oder eine Menge von Product Backlog Einträgen bereit, um ins Inkrement zu kommen. Ja. Wer von euch gut aufgepasst hat, kann sich jetzt auch schon ausmalen, Moment mal, das könnte ja sein, dass das ja innerhalb des Sprints mehrfach passiert. Weil wir arbeiten beispielsweise sauber Story für Story ab. Ja? Und wenn die fertig ist, dann geht die vielleicht gleich in Produktion. Ja, auch damit ist Scrum inzwischen kompatibel. Also so ein Inkrement gibt es nicht mehr einmal pro Sprint, sondern so oft, wie es passt. Also es sollte aber mindestens ein Inkrement pro Sprint da sein, sonst haben wir eine Aufgabe für einen Scrum Master. Ja, also drei Artefakte mit neuen Commitments, mit neuen Hingaben oder Zielversprechen oder Leitlinien, die ihr die auch immer nennen mögt. Wir werden auch noch in die Diskussion kommen, wo nützt euch das vielleicht oder wo könntet ihr damit in Probleme reinkommen, wenn ihr damit arbeitet. Wenn ich da eine Bemerkung machen darf, also ein Missverständnis, was ich schon oft jetzt begegnet bin, ist, das sind jetzt keine weiteren Artefakte. Ja, die ergänzen einfach die drei Artefakte, die wir in Scrum haben, in ihrer Bedeutung. Also warum ist das Product Backlog da, ja, um auf ein Product Goal hinzuarbeiten. Warum haben wir ein Sprint Backlog? Ja, damit wir ein Sprint Ziel erreichen. Und ja, warum gibt es ein Produktinkrement? Ja, weil es fertig sein soll. Das ist unser gemeinsames Verständnis, was da hinten dran steht. Das erklärt einfach diese Artefakte besser, warum sie Transparenz schaffen.
für was sie Transparenz schaffen. Das war meine Bemerkung. Genau. Das heißt, also da haben wir schon mal einiges, ne? Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Gesamtablauf, ja, kräftig reinzoomen, dann wird das wieder lazy. Dann sehen wir also, dass wir hier in dieser Verbindung natürlich so eine Stärkung haben. Was komplett weggefallen ist, sind sowas wie die guten alten drei Fragen beim Daily Scrum. Weil da einfach gesagt wurde, also das Framework kommt in den Vordergrund und nicht so sehr, wie ich es denn implementiere. So, ansonsten gibt es noch zwei Feinheiten, wenn wir nochmal wieder auf die Rollen zurückschauen. Und diese Feinheiten, die haben es in sich. Ja, fangen wir mal an mit dem Scrum-Team. Das Scrum-Team, so, da war ursprünglich gesagt, also wir haben in Scrum so ein sich selbst organisierendes Team, was auch immer das heißen mag. Das ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Und in diesem Scrum Guide wurde das geändert in sich selbst managend. Wer vielleicht die Theorie zu effektiven Teams von Richard Heckman kennt, der sagt natürlich, okay, das macht Sinn. Ja, das stimmt, weil ein sich selbst managendes Team, das ist eins, was die Verantwortung trägt für die eigenen Arbeitsprozesse und den eigenen Fortschritt. Witzigerweise haben die Autoren vom Scrum Guide das gar nicht so gemeint, sondern wollten damit noch eine Abgrenzung haben zur Beliebigkeit, ja, und damit eigentlich klar machen, welche Verantwortung so ein Scrum-Team eigentlich hat. Wie ihr das auch mal sehen mag, das kann sehr subtil sein, das kann keine Bedeutung haben, aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr tatsächlich mal in euren Teams darüber sprecht, dass da dann schon mal die ein oder Frage dazu kommt. Das Team managt sich selbst, heißt nicht, dass das Team die eigene Personalverantwortung hat. Also soweit ist Scrum jetzt nicht gegangen, sondern wie gesagt, es geht darum, die Arbeitsorganisation selber hinzukriegen. Und wir haben hier noch eine Kleinigkeit beim Scrum Master. Wer von euch den Scrum Guide 2017 kennt, weiß vielleicht, dass dort erwähnt wurde, Scrum Master sind Servant Leader. Ja, und dass wir auch sehr viel in unserer Arbeit Wert drauf gelegt haben, die Arbeit des Scrum Masters als Steward, als Servant Leader, als Coach hervorzubringen. Und auf einmal steht hier eine Ergebnisverantwortung für die Effektivität des Teams, des Scrum-Teams. Oha, echte Führungskräfte. Also echte Führungskräfte halte ich für eine leicht unglückliche Übersetzung von True Leader, weil ich glaube nicht, dass da wirklich das Gleiche mit gemeint ist. Ja, also es geht nicht um Führungskraft im Sinne von Hierarchie, sondern es geht darum, dass ein Scrum Master die Kraft zum Führen hat. Also die Fähigkeit, andere Leute zu begleiten, anzuleiten oder auch mal loszulassen und machen zu lassen. Und das wurde eben halt hier nochmal in dem Scrum Guide betont. Wenn ich da auch nochmal kurz was erwähnen darf, ja. So eine Übersetzung ist auch nicht einfach anzufertigen. Also da mal großen Respekt vor den Übersetzern. Ergebnisverantwortlich steht hier zum Beispiel, im englischen Original steht da Accountability, was eigentlich heißt ja, in die Pflicht genommen zu werden. Das ist vielleicht in unserem Hörgebrauch nicht so, sind wir nicht so gewohnt, deswegen nutzen wir gern Ergebnis oder verantwortlich. Aber ich glaube schon, dass der Scrum Guide da deutlich klarer auch sagt, hier geht es tatsächlich, wenn man diese Rolle oder wenn man diese Verantwortung annimmt, ja, dann muss man daran gemessen werden. Ne? Und hier steht auch ganz klar, der Scrum Master wird dann etwas gemessen, nämlich daran, dass das Team effektiver wird. Und ja, das ist, vielleicht geht das in der deutschen Übersetzung ein bisschen verloren. Ja, obwohl natürlich auch ein Ziel der Übersetzung sein sollte oder gewesen sein sollte, das Wording zu vereinfachen und damit auch die Übertragbarkeit auf unterschiedliche Sprachen dann zu vereinfachen. Was aber natürlich, kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit Übersetzungen und ähnlichen Punkten beschäftigt, nicht immer so ganz einfach ist. Die Übersetzung, die wir jetzt benutzen, das ist so eine Community-Übersetzung von, also so eine gemeinsame Arbeit von Scrum-Dach-Mitgliedern, also dem
Dachverein der Scrum Alliance für Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Mitgliedern von Scrum.org, also Trainern von Scrum.org, wo wir also wirklich sagen können, das ist etwas, was wir wirklich auch teilen. Ja. Ob wir jetzt nun jede Übersetzung und jede Ausführung oder so immer total super finden, aber es ist auf jeden Fall etwas, was aus unserer Community kommt. Als der Scrum Guide nicht, aber die Übersetzung schon. Gut, das ist erstmal soweit der Punkt und ich lade euch jetzt dazu ein, einfach mal für euch so nach Fragen zu suchen. Das heißt, wir würden jetzt gerne einfach mal Breakout-Sessions machen, wenn das überhaupt funktioniert. Das heißt also, wenn ihr merkt, dass in eurer Breakout-Session gerade niemand die Kamera anmacht und den Ton anmacht, dann kommt ihr natürlich einfach wieder zurück in den Hauptraum. Aber wir würden euch einfach mal einladen, so in Sessions von ungefähr 4 bis 6 Leuten, einfach mal so überlegen, welche Fragen habt ihr dazu oder welche Punkte würdet ihr dazu gerne besprechen. Und dazu muss ich mal eben gucken, wo haben wir denn die Breakout-Session? Pitt, hast du die gerade? Genau. Was soll mit den Fragen passieren? Sollen wir die auf Post-its dann aufschreiben und vielleicht auf das Poster dann irgendwie platzieren, oder? Was ist da das deine Vorstellung? Total super. Ja? Falls ihr aber noch nicht mit Miro gearbeitet habt, dann könnt ihr die Fragen natürlich auch gerne irgendwo einfach als Text euch zusammen kopieren und dann, wenn ihr wieder aus der Session kommt, uns in den Chat schreiben. Aber ansonsten hier ein Post-it anlegen in Miro ist super einfach. Ihr drückt einfach auf N so, und sucht euch dann die Farbe aus, die euch gefällt. Platziert das Post-it da, am besten dahin, wo ihr die Frage zu habt. Ich empfehle, die Größe small zu nehmen und dann könnt ihr da eine Frage zuschreiben. Breakout Sessions muss Rudy für uns machen, er ist der Host, wir haben dazu das Recht nicht. Genau. Jetzt wird spannend. Ja, du kannst automatisch Räume vergeben und dabei sagen, wie viele Personen in diesen Räumen sein sollen. Per Zufall wird mir dann ausgewählt. Ja, wie das funktionieren soll, ist mir bekannt. Das Problem ist, wenn ich den Aufnahmemodus habe, scheint die Breakout-Session deaktiviert zu werden. Ach so. Das ist mir jetzt auch neu. Tut mir leid, dass ich gucke, ob ich es hinkriege. Kein Problem. Plan B. Da wir sowieso so eine Art Zettelsammlung haben, schreibt einfach auf Zettel, was ihr in Fragen habt und platziert das hier auf dem Board. Und dann brechen wir uns nicht herunter und brechen das Video nicht kaputt. Ansonsten werden wir einfach das Video angehalten und danach wieder aufgenommen. Wäre ja auch okay. Oder so, aber gebe jetzt einfach mal einen Timer für 3 Minuten, einfach mal Fragen zu sammeln, Klärungsfragen oder vielleicht schon Diskussionspunkte für später. Also ich stoppe mal die Aufnahme, ich schaue mal, ob es geht. Okay. Ja. Dann gehe ich wieder in die Freigabe rein. Wir haben noch so eine halbe Minute. Okay. So, dann picken wir uns mal die Fragen raus. Wenn ihr noch weitere Fragen in Folge haben solltet, dann packt die einfach rechts neben das Board, weil wir gehen jetzt von links nach rechts vor, der Einfachheit halber. So, Scrum-Team selbstverwaltet. Darüber möchte ich mehr wissen. Was ist genau gemeint? Wäre nicht Selbststeuerung besser?
Ja, da gibt es, denke ich mal, so diesen ganzen Raum oder unterschiedlichen Raum zwischen dem ursprünglichen Wort, dessen angenommener Bedeutung und der Übersetzung und deren angenommener Bedeutung. Ja? Weil Selbstverwaltung ist in Deutschland was anderes als self-managed im Englischen. Also selbstgesteuert, ja, das wäre sicherlich ein besserer Term. Dieses selbstgemanaged wird auch häufig in der Literatur, wenn man jetzt über Heckman beispielsweise spricht, auch als manchmal als selbstgesteuert angesiedelt. Oder da gibt es verschiedene, da gibt es eigentlich so ein Spektrum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Richard Heckman, Leading Teams, da spricht er über effektive Teams und über die Faktoren, die zu effektiven Teams beitragen. Und er sagt eben halt auch, ein Faktor sind, dass wir echte Teams haben. Und echte Teams sind zumindest mal self-managed. Das heißt also im Sinne fremdgemanagt, das wäre wie bei McDonald's. Jemand sagt den Leuten, was sie zu tun haben und kontrolliert, ob sie das noch tun. Und selbstgemanagt ist halt, die Leute haben selber die Verantwortung dafür, ihren Arbeitsfortschritt zu reporten, aber auch ihre Arbeit zu organisieren. Und bei Heckman gibt es dann noch, oder Heckman zitiert dann die American Psychological Association auch noch mit weiteren Stufen, wie beispielsweise ein selbstgestaltendes Team, ein Self-Designing-Team, das die eigenen Teamparameter setzen kann. Also das wäre in dem Fall ein Team, was auch beispielsweise die Zusammensetzung ändern kann, selber die Kontrolle darüber hat, wer kommt dazu. Und dann ein Self-Directed Team. Ja, also das wäre komplett selbst die Richtung gebend oder komplett selbstgesteuert. Heißt also, das setzt sich auch die Ziele selber, ja, die Produktziele. Und in diesem Spektrum bewegen wir uns halt. Beantwortet das die Frage soweit? Ja, danke. Ich wollte das gerne eben nochmals hören mit der Interpretation. Ja, super. Das passt eigentlich auch super zur nächsten Frage. Wie misst man Effektivität? Ich glaube, dazu hat Pitt als unser Product Owner eine ganz einfache Antwort. Das Produkt ist da und funktioniert. Und der Kunde ist glücklich. Nee, ich glaube, das ist ähnlich wie bei Selbstorganisation und selbstmanaged. Das Nette ist, bei diesen Begriffen kann man natürlich sehr viel jetzt interpretieren. Was heißt das eigentlich? In Effektivität und Effizienz fängt es ja schon an. Ja? Was ist eigentlich da der Unterschied? Hier ist ja Effektivität, das heißt, es ist ein Ergebnis da. Ja? Da macht man ja schon mal den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Und wir reden schon immer nur in Scrum, dass das der. Also das primäre Ziel ist, wenn dann Effektivität. Das heißt, ein Team, das fertig ist, das fähig ist, Dinge fertig zu machen, fähig ist, Sachen fertigzustellen und Wert zu generieren. Da tut ja der Scrum Guide auch eindeutig viel stärker als früher noch darüber sprechen, ja, dass da Wert generiert wird. Und jetzt muss man sich halt überlegen, ich meine, was will man tun? Ein Produkt entwickeln, ja, ein Produkt, ein Ergebnis erzeugen, welchen Wert soll das darstellen? Und daran würde ich dann auch die Effektivität festmachen. Und das ist das Interessante ja auch beim Scrum Master, wenn er sagt, wenn man sagen, ja gut, er ist verantwortlich, dass die Effektivität da ist oder dass sie auch steigt, ja, dann hat das sehr viel mit dem Produkt zu tun. Ja, wenn das Produkt nicht besser wird oder wenn das unser Messkriterium ist in the long run, dann macht der Scrum Master schlicht und ergreifend seinen Job auch nicht. Das wäre ungefähr so wie ein Fußballteam, das eben nicht besser wird im Fußballspielen. Das heißt letztendlich, dass sie Spiele gewinnen. Ja, es ist zwar schön, dass sie schön Fußball spielen, ja, da freuen wir uns natürlich auch die Zuschauer drüber und vielleicht kommen die deswegen auch ins Stadion, aber am Ende des Tages heißt es vor allem, wird gemessen daran, dass sie Spiele gewinnen. Ja, bloß um bei dem Bild zu bleiben. Effektivität in dem Sinne heißt aber nicht nur, dass unsere Mannschaft das Spiel gewinnt, sondern dass sie als Mannschaft auch besser lernt, zusammenzuarbeiten, was natürlich häufig auch dazu führen sollte, dass sie das Spiel gewinnt, aber eben halt, dass sie auch das Lernen lernen. Und wir haben noch so ein drittes Kriterium, das kommt auch wieder von Heckman, das ist, dass die Individuen selber für sich auch dazu lernen können und sich entwickeln. Das heißt also, wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen das Team zusammenhalten und wir wollen die Spieler entwickeln. Das ist effektive Arbeit. Denke ich mal.
Okay, dann haben wir, oh, jetzt eine, das ist jetzt, jetzt wird es interessant. Was passiert jetzt mit Scrum-Teams, die gleichzeitig an mehreren Produktzielen arbeiten, aufsplitten auf mehrere Teams? Zum Beispiel gleiches Team arbeitet an Stabilität einer Plattform und einem neuen Feature. Also, ich hoffe, wir sind uns einig, dass wir uns von einem 13, 14 Seiten Dokument nicht vorschreiben lassen, wie wir zu arbeiten haben. Also, es kann uns vielleicht inspirieren oder einen Rahmen geben, aber bloß weil jetzt irgendwelche 70-Jährigen in Boston der Meinung waren, die müssen mal eben ihr Lebenswerk umschreiben, heißt das nicht, dass wir jetzt alles komplett umpurzeln müssen. Das ist eine Anregung. Aber hier vielleicht, wenn wir darauf schauen, wir arbeiten mehr an Produktzielen, da haben wir so die Ähnlichkeit eher vom Produktziel zur Vision. Also wir würden sagen, was ist das, was unser übergreifendes Ziel ist? Ja, also wir arbeiten an der Stabilität einer Plattform und einem neuen Feature. Was wollen wir eigentlich übergreifend erreichen? Eine Inspiration können beispielsweise die OKR sein, die Objectives und Key Results. Wir sagen, also wir haben so ein Quartalsziel, was wir erreichen wollen. Und wir reden jetzt nicht so sehr darüber, was wir tun. Ja, was wir tun, sind Aufgaben und keine Ziele, sondern was wir mit dem, was wir tun, erreichen wollen. Also warum wir es tun. Und da gibt es sehr viele Übungen für, wie beispielsweise diese Kreisübung, Circle-Übung von Simon Sinek, Start with Why. Ne? Why, How und dann What, die uns also ganz gut hilft, beispielsweise so ein übergreifendes Ziel nochmal zu schärfen und das, also den Hintergrund dazu festlegen, das zu Wobei machen. ich auch sagen muss, also dass es da ein Produktziel gibt und dass Stabilität und das Feature zum Produktziel gehören, das ist ein Muss. Ich meine, wenn ein Team nur an einem Feature arbeitet und nicht die Stabilität der Plattform hält, in der Qualität, wie sie sein muss, ja, dann habe ich vielleicht ein Feature, das aber schlicht und ergreifend nicht funktioniert, weil das Ding nicht stabil ist. Das ist ja genau eine Aufgabe von einem Team, so viele Aspekte zusammenzubringen. Und dann liegt es eher an dem Ziel. Das Ziel muss einfach allgemeiner vielleicht formuliert sein, ne? Also wir wollen eine Plattform haben, die 10 Jahre lang stabil läuft. Und auf dieser Plattform, bitte sehr, wollen wir diese größeren funktionalen Ziele vielleicht erreichen oder diesen Markt vielleicht erreichen. Das wäre dann das Produktziel. Ja. Okay. Wenn sich ein Scrum-Team eingespielt hat in einen Modus, der für dieses Team passt, soll man denn trotzdem zum 20er-20er-Modus wechseln? Also, da darf ich was dazu sagen, vielleicht. Als ich das gesehen habe, ich gesagt, super, jetzt können wir endlich gut erklären, wie wir arbeiten. Also, es hat mir gut gefallen an dem Scrum Guide, dass er mehr die Realität widerspiegelt als der alte, sprachlich zumindest mal. Ne? Weil vom Verständnis her hat sich da für mich nichts geändert. Auch ein Team, was gut eingespielt ist jetzt, wird sich da sofort wiederfinden, weil was mache ich denn? Weil es hängt ja so an der Sprintplanung auch. Wie läuft eine typischerweise eine Sprintplanung ab? Das Product-Owner öffnet meistens am Anfang mal eine Zehn nochmal, guck mal, das haben wir jetzt gerade am Montag gemacht. Also Sprintplanung, ja, was mache ich? Mal unser großes Zieldokument rausholen für 2021, wo so die Vision drauf ist. Das wollen wir 2021 erreichen. Übrigens, das Product-Backlog habe ich sortiert. Am Ende vom Sprint stelle ich mir vor, haben wir das und das ungefähr erreicht? Das ist unser Sprintziel und deswegen ist es in der Reihenfolge nochmal da dann dort was geändert. Ne? Und so habe ich das Warum und das Was erklärt. Und dann geht es zum Wie. Ja? Das ist eigentlich eine ganz logische Schrittfolge. Vorher haben wir nur das Was und das Wie so betont und jetzt sagen wir auch von Warum, Was und Wie. Es hat kein Product Owner vorher, wurde verboten, dass er nicht auch vorher mal das erklärt oder nochmal die Produktvision rausholt. In den ersten Beschreibungen des Sprint Plannings war immer davon die Rede, dass der Product Owner Genau, die steht Idee auf dem Text so drin, aber so ist es, ich finde es sehr schön plastisch dargestellt auch. Es gibt einfach die drei Fragen. Ich finde es eine sehr gelungene Formulierung von der Sprintplanung, die dort, also die wirklich gelungener ist als im alten Scrum Guide. Und ich glaube, jedes Team, was mit Scrum arbeitet, findet sich da sofort wieder. Also macht mir wenig Gedanken. Genau, und andererseits, also ich würde schon empfehlen, dass ihr euch mit eurem Team oder in euren Kreisen einfach mal damit befasst und überlegt, welche Vorteile könnten wir dadurch haben, vielleicht doch etwas bei uns zu ändern. Aber das ist die normale Arbeit, die ihr immer habt. Und die wird nicht einfach dadurch getrieben, dass eine neue Version ist. Also das Scrum Guide, das ist jetzt nicht wie die FIFA-Fußballregeln und wenn ihr die nicht befolgt, dann dürft ihr beim Turnier nicht mehr mitspielen.
Also eher so ein Framework. Wenn Ken Schwaber Framework sagt, dann denkt er irgendwie an sowas Ähnliches wie ein Software-Framework. Und ich glaube, wir haben alle auch schon mal irgendein Framework benutzt und dann doch geschummelt und in irgendwelchen Quelldateien rumeditiert, weil uns das dann gerade passte. Und das nicht immer so ganz so brav benutzt, wie wir sollten. Und das ist dann ein Punkt, wenn wir dazu lernen. Und letztendlich Scrum ist ja eine Art von Muster, was irgendwo da ist, was jetzt nicht unbedingt Jeff Sutherland und Ken Schwaber gehört, aber sie haben es entdeckt und andere haben auch Elemente davon entdeckt. Und dieses Gesamtbild versuchen wir einfach immer besser zu beschreiben. Und wir sind noch weit davon entfernt, eine Klarheit und ein gemeinsames Verständnis von diesem Muster zu haben, dass alle genau wissen, was gemeint ist. Wenn ich jetzt sage Quadrat, dann wisst ihr alle, was gemeint ist. Ich muss da nichts weiter zu sagen, ja, weil wir aber auch schon seit Tausenden von Jahren dieses Muster verfeinert haben und in unsere Bildung mit aufgenommen haben. Wenn wir jetzt reden über Definition of Done, dann sieht das ganz anders aus. Also insofern werden auch noch weitere Iterationen von Scrum kommen, die alle eigentlich hauptsächlich versuchen, diese Beschreibung des Musters zu verbessern, ja, diese Symbolik. Und das klappt manchmal besser und manchmal nicht so gut. Eine Frage an Pit. Darf der Product Owner beim Daily Scrum dabei sein? Also ich bin öfters dabei als Andi, das Teammitglied Andi, und ich bin der Product Owner beim Daily. Ja, gar nicht wahr. Das war schon immer so, dass er dabei sein darf. Also von daher ist er jetzt auch jetzt weder im Scrum Guide, in dem neuen oder im alten. Natürlich, als Product Owner bin ich ja Teil des Scrum Teams und dann bin ich natürlich auch bei den Events dabei, sonst wäre ich ja nicht Teil des Scrum Teams. Ne? Ich habe natürlich in meiner Funktion als Product Owner beteiligt mich unterschiedlich an den Events. Das ist klar. Ja, und dann, also es kommt dann auch sicherlich darauf an, wie sehr du als Product Owner selber auch Developer bist. Das kommt dazu. Die ja. meisten Product Owner arbeiten ja inhaltlich zusammen mit dem Team und da macht es eben halt auch Sinn, zusammenzustehen. Danke für die Antwort. Ich habe das geschrieben, weil im Text steht explizit Event für die Developer des Scrum-Teams und in der Grafik steht Developer und ja, deshalb habe ich einfach mal gefragt. Mhm. Für mich, ich bin auch PO, für mich ist klar, dass ich dabei bin, natürlich eine völlig andere Rolle als wirklich die Leute, die sich austauschen, was sie heute tun und was sie behindert und so weiter. Nur wegen dem Text. Ja, historisch ist das auch... vielleicht so, wenn man immer so mal so die Entwicklung von Scrum und wie man auch es eingesetzt hat. Wir hatten, oder ich hatte oft auch die Situation in den frühen Jahren mit Scrum, wenn man ein Unternehmen es eingesetzt hat, das wirklich das Daily Meeting zu verteidigen. Zu verteidigen gegen den Rest der Organisation, dass es nicht gehijackt wurde. Und da ist halt diese Betonung darauf, es gehört den Developern nicht gegen den Product Owner gerichtet, sondern vor allem gegen den Rest des Unternehmens, dass man respektiert, da arbeiten gerade Menschen und die müssen sich organisieren und ich kann die jetzt nicht ständig da rausholen. Ne? Sondern der Motto, oh super, die stehen da gerade zusammen, ja, dann schnappe ich mir die jetzt gerade, weil ich habe nur sowas in der eigenen Agenda. Also das ist noch diese Schutzfunktion, die da auch, Scrum ja auch immer mitgegeben wurde, einen schützenden Rahmen, um ein Team zu bilden, damit sie in der Organisation dann anfangen können zu funktionieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Rest dieser Formulierung. Das hat sich in den weiteren Formulierungen des Scrum Guides dann ein bisschen abgeschwächt, dieses Rapariate, so wir verteidigen das Team nach außen der Organisation, weil wir wollen ja, dass das Team ja auch mit der Organisation arbeitet. Ne? Wobei natürlich für die Entwicklung von so einem Team gerade am Anfang so eine Verteidigungshaltung manchmal ganz zweckmäßig noch ist. Ne? Ja. Aber daher kommt das, glaube ich. Ich glaube, das Spitzfindige daran ist eigentlich auch nicht so sehr, den Product Owner zu exkludieren. Falls ihr euch daran erinnert, in der Eingangsfrage habe ich ja die Product Owner und Entwickler auf die einen Seite gebracht und die Agile Coaches und Scrum Masters auf die andere, sondern ganz klar zu machen, dass auf jeden Fall das nicht das Meeting ist, wo dem Scrum Master berichtet wird, sondern es ist halt ein Arbeitsmeeting der Leute, die an der Erreichung des Sprintziels beitragen. Ganz wichtig. Oh, wir haben noch ein paar weitere Fragen. Wir müssen schauen. Wir wollen ja gleich noch in die Diskussion kommen, so in ungefähr 10 Minuten. Das passt, glaube ich, ganz gut. Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Wie kommt Lean in den Scrum Guide? Was wollen Sie uns sagen? War schon immer da.
Ja, jetzt ist es explizit da. Also gehen wir jetzt in die Lean Production, Toyota Production System, machen wir jetzt auf effiziente Produktion. Was ist der Hintergedanke hinter diesem? Also, weil jetzt ist es prominent da. Ja, also das Lean House ist ja ein bisschen mehr als eine effiziente Produktion. Das Lean House oder gerade das Lean Management beinhaltet ja eine gesamte Philosophie. Und diese Philosophie hat halt Jeff Sutherland sehr inspiriert. Ja, das ist so eine der Wurzeln von Scrum. Insbesondere die Aspekte Respekt vor den Menschen und kontinuierliche Verbesserung. Und dazu natürlich die ganze Kunst des Weglassens oder auch des natürlich vor Ort Hingehens. Aber auch die Visualisierung der Arbeit ist etwas, was von Anfang an in Scrum eingeflossen ist. Alle diese Elemente führen dazu, dass oder tragen dazu bei, dass Scrum funktioniert. Und insofern ist Scrum ohne Lean nicht denkbar. Ne? Scrum hat auch noch andere Wurzeln, nämlich die objektorientierte Entwicklung mit Smalltalk oder die Forschung zu effektiven Teams. Aber das ist gewissermaßen so ein Kennzeichen. Deswegen gibt es so eine schöne Konferenz, beispielsweise in Zürich, die Lean Agile Scrum, zeichnet eigentlich schon ganz gut irgendwie so diese Zusammenhänge auf. Scrum ist eine der agilen Vorgehensweisen und die agilen Vorgehensweisen sind verwandt, nicht identisch, aber sind verwandt mit der Lean-Familie oder dem Lean-Haus oder der Philosophie dahinter. Vielen Dank. So, Scrum soll jetzt besser sein für die Non-IT. Wie merkt man das? Da sage ich vielleicht mal auch was dazu. Also dieser Wunsch, Scrum auch IT-frei und softwarefrei zu haben und zu halten, und das Ziel, das war bei Ken und Jeff immer da und das haben sie auch immer verfolgt. Es ist halt nun mal so, dass die Interpretation immer aus dem Blickwinkel derjenigen kommt, die es auch anwenden. Und das waren halt nun mal meistens Softwerker, sage ich jetzt mal dazu. Und das fängt schon an mit dem Entwickler, mit dem Developer, ne? Wenn wir Developer sagen und das ins Deutsche übersetzen, Entwickler, dann denken wir eigentlich an Softwareentwickler. Die meisten, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn wir eine Umfrage machen würden, 50, 80% würden sagen, ja, das ist so ein Programmierer. Und das ist aber damit nicht gemeint, das ist ein Produktentwickler, also jemand, der es allgemein tatsächlich das Produkt fertigstellt. Und der Sprachgebrauch ist vielleicht jetzt nochmal, bis auf diesen Developer, darauf wirklich nochmal reduziert worden, dass es auch wirklich klar ist, da ist nirgendwo der Verdacht nach Software drin. Wie gesagt, beim Developer ist es auch so, das liegt stark an unserem Kulturbereich, weil wir das tatsächlich in Softwareentwickler, Programmierer übersetzen, Developer, ist im Englischsprachigen nicht ganz so. Ja, dazu. Wir haben, ja, das ist immer ein Erklärungsbedarf, dann scheint es immer noch da. Also ganz perfekt ist es noch nicht gelungen, ne? Den Sprachgebrauch so allgemein zu halten, dass es auch wirklich leicht auf alle möglichen Bereiche zu transportieren ist. Das wäre so die eine Stelle, aber ansonsten finde ich kaum noch was, wo ich sagen würde, ja, das ist nicht eindeutig universell zu gebrauchen. Mit einer kleinen Einschränkung, es ist nicht universell zu gebrauchen im Sinne von, wenn eure Arbeit eine ganz andere ist, als die, für die Scrum gedacht ist, dann ist es vollkommen egal, ob ihr IT oder nicht IT seid. Ja, das habe ich damit auch nicht gemeint. Also es geht um komplexe Produktentwicklung, also um komplexe Arbeit, von denen das dürfte klar sein. Aber eben nicht nur IT und Software. Wir haben manchmal Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen, denen ist das nicht klar. Die sagen, oh, ich bin in diesen Scrum-Kurs gekommen, weil ich mir davon erwartet habe, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Und sagen, also Scrum ist kein Lean Six Sigma, ja, wo ich hingehe und messe, wie schnell Leute irgendwie so Dinge über ein Laufband bewegen können. Es ist auch keine generelle Personalentwicklung. Ich kann das in vielen Teilaspekten solcher Bereiche einsetzen, aber es ist eben halt. Es hat sein Home, aber dieses Home ist breiter als in der Software. Ja, warum ist der Scrum Guide kleiner geworden? Damit haben Anfänger weniger Anleitungen. Stimmt. Ja, der Scrum Guide ist genauso sehr eine Anleitung zu Scrum, wie die FIFA-Fußballregeln eine Anleitung sind, Fußball zu spielen. Die bringen einen nicht dahin. Ja, also das ist einfach nur, das sind die Spielregeln und so kann ich Scrum unterscheiden von Kanban, von XP, von anderen, von Wasserfall, ja, damit ich weiß, mache ich Scrum oder nicht.
Der Scrum Guide sagt einem nicht, wie man Scrum gut macht, sondern nur, was ist Scrum und was ist nicht Scrum. Das ist ja auch der ganze Bereich der Scrum-Ausbildung oder der Entwicklung, die ihr macht im Unternehmen und des eigenen Überprüfens und Anpassens. Ich lobe ja nicht oft Menschen, aber da muss ich Ken und Jeff wirklich mal loben. Sie haben wirklich in der Zeit, wo sie da gewirkt haben, es geschafft, halt diesen goldene Mitte zu finden, aus auf der einen Seite so klar beschreibbar, also klare Rahmenbedingungen zu setzen mit Scrum, aber trotzdem genug Luft zu lassen, dass man sich entwickeln kann. Und das ist eigentlich das, um was es geht. Also es hat so viel Rahmenwerk, damit ich eben anfangen kann zu funktionieren. Und den Rest muss ich selbst lernen. Ne? Das macht es auf der einen Seite zwar immer noch schwierig für Anfänger, sich zurechtzufinden. Da brauche ich dann schon noch jemanden, der mich an die Hand nimmt. Deswegen gibt es ja auch einen Scrum Master. Auf der anderen Seite kann ich mich auch breit entwickeln und ich kann es wirklich sehr breit einsetzen im Unternehmen und verschiedensten Unternehmen. Das wäre ja sonst nicht möglich, weil man sehr genau das beschreiben würde. Und diesen Mittelpunkt, den haben sie halt, die goldene Mitte haben sie sehr schön gefunden, finde ich. Und das ist auch jetzt mit dem Scrum Guide auch so geblieben. Ja, da hat sich jetzt auch nicht für mich groß was geändert. Aber es hat eben auf beiden Seiten seine Vor- und Nachteile immer noch. Right. Okay, dann kommen wir so zu den Produktzielen. Und da ich jetzt die ganze Zeit von Hackman geredet habe, wollen wir ganz groß rein hier. So, Richard Hackman, leider schon verstorben, hat ein großartiges Buch verfasst, nämlich Leading Teams. Und das ist jetzt hier ein kleines bisschen verschwurbelt, aber das kriegen wir gleich noch hin. Wir haben vorhin schon darüber geredet, wie erkenne ich effektive Teams. Ja? Und Hackman spricht aber auch über die 5 Faktoren, die dazu führen, zu diesen effektiven Teams zu kommen. Faktor Nummer 5 ist jetzt eben gerade verloren gegangen, aber das wäre hier der Faktor der unterstützende Kontext. So, den nehme ich jetzt mal eben hier. So, das ist also gewissermaßen die Klammer, der Managementrahmen, der gesetzt wird, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Haben wir die Infrastruktur? Haben die Leute die richtigen Informationen? Sind sie ausgebildet dafür? Das sind alles so diese Aspekte, die in diesen Kontext reinhauen. Wir haben auch schon gesprochen über echte Teams, die mindestens mal self-managing sind. Die befähigen Strukturen, wie wir arbeiten, die zum Beispiel vom Scrum Master moderiert werden. Und jetzt kommt ein Punkt, wir brauchen eine mitreißende Zielrichtung. Das heißt also, wenn wir sagen Produktziel, reden wir nicht davon, mache genau das und das, sondern was ist unser Leitbild, wo wollen wir hin? Und da ist natürlich eine Aufgabe für die Product Owner unter euch, sich zu überlegen, wie kann man gute Ziele formulieren. Ja. Also solche Ziele, die eigentlich eher so ein Ergebnis meiner Arbeit, also ein Outcome, als jetzt irgendwie meine unmittelbaren Resultate oder Arbeitsgegenstände beschreiben. Das ist natürlich weit entfernt von vielen Dingen, die sich heutzutage Product Backlogs nennen, die in Wirklichkeit eher Aufgabenlisten sind. Das ist auch so ein Respekt vor dem, was sich auch in der ganzen agilen Community entwickelt hat. Also im Scrum Guide ist dann, im alten Scrum Guide war immer so das Produktvision erwähnt als Wort mal zwischendrin. Ne? Produktvision ist eine Möglichkeit, um ein Product Goal zu formulieren und vielleicht eine Technik dazu. Ne? Es gibt ja viel mehr. Ja? Es gibt OKRs, es gibt der Strauß an Möglichkeiten, um mit dem Team, mit Stakeholdern, mit sich selbst an ein Product Goal zu feilen und ein besseres Verständnis zu schaffen, wo man hin will, der ist ja riesig und den soll man auch nutzen. Und dann halt dieses Product Goal halt oder Produktziel da reinzubringen, okay, ein Product Backlog geht eben, arbeitet darauf hin, dass ein Produktziel da ist. Das gibt einen klaren Hinweis, nutze da die Möglichkeiten, die du hast und versuche dich da auch zu verbessern als Product Owner im Team, rauszufinden, was das Product Goal ist. Ne? Und da gibt es halt jede Menge Sachen. Wer es ein bisschen kennt, ne? Large Scale Scrum, da wird dann vom Perfection Goal schon immer oder von Perfection Goals gesprochen, was genau auch in diese Richtung geht, ne? Dazu. Und finde ich eine sehr, auch wieder eine gute
gute Formulierung, eine bessere Formulierung als in allen Scrum Guides. Auf jeden Fall gelungen, nach meiner Meinung. Genau. Obwohl das natürlich auch so einer der Kritikpunkte ist, ne, wo dann gesagt wird, also, oh, das zwängt Scrum ein. Und ich kann verstehen, dass man das so sieht und dass einige Leute das so sehen. Und die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, also für mich persönlich war das schon immer so. Ne? Also warum habe ich ein Team, weil sie ja ein Ziel erreichen sollen? Sonst würde ich das Team nicht bezahlen. So, und hier ein größerer Fokus auf Framework, denn Methode gelegt. Größerer Fokus auf Framework der Methode. Scrum ist kein Framework im wissenschaftlichen Sinne. Es ist eine Methode, eine Art und Weise, Dinge zu tun. Aber die Betonung sagt einfach Framework deswegen, weil gesagt wird, es ist ein Rumpf. Es ist eine Art Gerüst, was ich nehmen kann, um eben halt meinen Prozess, meine Produktentwicklung zu gestalten. Es ist keine Methodologie, es gibt einem nicht alle Antworten, es ist kein komplettes Vorgehensmodell, was keine Fragen offen lässt und sich um alles kümmert, sondern es lässt unheimlich viele Lücken. Und das ist eben gemeint mit diesem Rahmenwerk. Das heißt also allein schon die Frage, wer ist unser Product Owner? Wer ist in unserem Scrum-Team? Wie können wir diesen Kontext gestalten? Was heißt bei uns fertig? Das sind alles so viele offene Dinge, dass wir die eben halt wo wir dann gewissermaßen versuchen, das zu befüllen. Für die Software-Menschen unter euch, stellt euch einfach vor, Scrum ist abstrakt. Das heißt, man kann nie Scrum einfach nehmen und das in eine Produktionsumgebung ausrollen oder verwenden. Ja, da gibt es eine Exception, sondern ihr müsst immer von Scrum ableiten. Und Scrum ableiten, das kann man besser oder schlechter machen. Und manche, die machen es nicht so gut, und fangen dann an, im Quellcode von Scrum rumzuhacken und biegen sich den zurecht. Also genau wie man in der Programmierung bei der Verwendung von einem Rahmenwerk oder einer Basis viel Schindluder betreiben kann, kann man das auch bei Scrum. Und die Idee oder das Konzept ist, dass man zumindest am Anfang mal wirklich sauber arbeiten soll, bis man weiß, was man tut und dann anfängt, dementsprechend Änderungen zu machen. Ja, also um nochmal zurückzugehen auf die Frage, mein Team funktioniert, never change a winning team. Ja, weil euer Team ist schon durch eine Entwicklung gegangen und braucht nicht nochmal eine neue Startkonfiguration, nur weil sie da ist. Da kam gerade eine neue Frage, glaube ich, dazu, ne? Okay. Ja. Ah. Die Unvollständigkeit wird zum ersten Mal explizit thematisiert. Nicht ganz. Also im 2017er wird auch schon erwähnt, dass Scrum keine Methodologie ist. Aber das ist schon richtig, also es wurde noch nie so deutlich nochmal betont. Es steht halt das erste Mal, ich habe jetzt nicht genau die Formulierung im Kopf, aber es steht ganz am Anfang irgendwo explizit dabei, es ist ein unvollständiges, irgendwie kommt das Wort unvollständig. Ja, das Wort kommt zum ersten Mal wirklich explizit rein. Das ist. Und da denke ich, ja, natürlich, es steht nicht drin, woher fülle ich das Backlog? Wie funktioniert mein Requirements Engineering? Wie funktioniert mein Deployment? Wie funktioniert bla und so weiter, all das, mein Marketing und so weiter. Das steht ja alles nicht drin. Und das muss man alles dazu bauen. Was aber eher eine Stärke ist von Scrum Guide als eine Schwäche. Andere Frameworks wie RUP, die versuchen halt alles zu füllen und sind dann halt 1000 Seiten lang. Genau, das finde ich zumindest an Scrum sehr praktisch. Ich kann gewissermaßen nochmal eben in 5 Minuten die gesamte Methode nachlesen und bin dann wieder up to date. Wobei der Teufel steckt natürlich im Detail. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen zu einem Format, das nennt sich Fishbowl-Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal live oder online gemacht habt. Fishbowl ist ganz einfach. Es gibt eine Reihe von Stühlen und zwar immer einen Stuhl mehr als die Leute, die gerade gleichzeitig diskutieren. Und es gibt also eine Anfangskonfiguration, sagen wir mal, von 4 Personen, die diskutieren. Und ja, ihr alle könnt, wenn ihr wollt, euch melden per Handzeichen und dann einen dieser Plätze einnehmen. Also welcher Platz dann frei wird, das liegt an dem, der gerade meint, oh, ich mache den Platz frei. Also ein selbstgesteuertes Verfahren.
Und dann drückt ihr halt nach, bis ihr das gesagt habt, was ihr sagen wolltet oder so, und bis die nächste Person dann in den Kreis kommen möchte. Ja, und wir starten mal die Diskussion mit Pitt und mir, um einfach mal so eine Initialzündung zu haben. Rudi, übernimmst du die Moderation? Achtest du drauf, wer gleich in den Kreis möchte? Ich versuche mal, die Übersicht zu kriegen, genau. Okay. Wie viele Stühle haben wir denn? Wir haben 4 Stühle. So, und das mit den Stühlen, das symbolisieren wir wie folgt. Diesmal dürft ihr explizit euer Video ausschalten, wenn ihr gerade nicht dabei seid. Genau, das heißt also, die aktiven Diskussionsteilnehmer, das sind die mit Ton und Bild an. Ja, das heißt, wir haben 4 Stühle plus den Moderator. Und es kann sein, dass sich die Moderations- oder Stuhlrollen irgendwann mal vertauschen. Wenn Rudi was sagen möchte, auch das geht. So, ein kleiner Tipp noch für den Moderator. Rudi, du kannst den Fokus setzen auf die Person. Damit sind dann automatisch die Personen, die gerade diskutieren, auch eingeblendet groß. Und damit hätten wir auch so diesen Effekt der Stühle. Ganz gut. Ja. Super. Dann würde ich sagen, Katharina, möchtest du gleich mal in unsere Runde eintreten? Okay, ja, hallo zusammen. So, das heißt, ihr könnt euch gleich melden, beispielsweise über den Chat oder per Handzeichen, also Handzeichen im Teilnehmermenü. So, starten wir mal, also Good, Bad und Ugly. Pitt, du fandest den neuen Scrum Guide toll. Ich fand ihn, insgesamt ist ein, also ich würde mal sagen, das Positive überwiegt den Negativen, definitiv. Er ist sprachlich einfach aufgeräumt. Ich mag Sachen, wenn gut reflected wird und allein schon weniger Wörter, das finde ich gut, habe ich weniger zu lesen, das finde ich einfach super. Ne? Und es ist auch präziser, also es gibt so Formulierungen in den alten, wie beispielsweise beim ich glaube, beim Review war das gewesen. Da waren natürlich viele Handreichungen drin für vielleicht auch Anfänger, aber die konnte man sonst irgendwie lesen. Und da gab es auch entsprechend viele Missverständnisse und das wurde wirklich, finde ich, aufgeräumt. Das finde ich insgesamt positiv. Ja. Katharina, wie siehst du das? Also ich muss sagen, ich habe das auch geschrieben, dass es gefällt mir, dass es freier ist. Ich habe das Gefühl, die Teams haben mehr Freiheit, wie sie das gestalten wollen. Und ich finde das, also mir gefällt es, dass es die Produktziele gibt und die Sprintziele und so. Das kann Fokus bringen und das kann auch ein Gefühl von Purpose auch bringen oder sich erinnern, wieso man das alles eigentlich macht. So das und das. Das finde ich eigentlich alles sehr, sehr wertvoll. Eben wenige Worte und ein bisschen mehr Freiheit. Ja, und ich glaube, zu dem Punkt davor, wie soll ich sagen, auch ein Team, das gut funktioniert, glaube ich, oder? Man kann auch wieder mit einem Experiment arbeiten. Man könnte sagen, okay, wir probieren halt für ein paar Sprints das zu machen. Und wenn es nichts bringt, dann hat es nichts gebracht. Ist auch in Ordnung. So, ja. Gibt natürlich auch kritische Stimmen. Ne? Also beispielsweise, es gibt der Pierre Nice, kennt ihr vielleicht, der ist jetzt gerade nach Zürich gezogen, also bei euch bei der Schweiz, der dann sagt, das ist das Ende von Scrum und das Ende der Agilität. Ja? Also jetzt die Selbstorganisation wegzunehmen und das Ganze nur noch auf ein Selbstmanagen zu beschränken. Für mich sind das unterschiedliche Begriffe, aber einfach nur unterschiedliche Begriffe, die aufs Gleiche hinausfallen, aber Selbstorganisation ist generell ja erstmal ein Prozess innerhalb komplexer, dynamischer Systeme, der einfach passiert. Das heißt also, Selbstorganisation kann man schon mal gar nicht wegnehmen. Das funktioniert rein physikalisch oder systemisch nicht. Und zum anderen ist eine solche Klärung, denke ich mal, einfach hilfreich. Aber wie gesagt, es ist das Ende von Agilität, genau wie das Produktziel, was Scrum jetzt schön einrenkt in dieses Management by Objectives-Schema. Tu dies, tu das, tu jenes. Und dadurch dann eben halt diese Emergenz, diese Vorstellung rausnimmt. Ne? Also nach dem Motto, wenn wir Produktziele haben, dann können wir auch gleich aufhören, agil zu arbeiten und safe machen. Und das ist dann, wie gesagt, so der große Kritikpunkt in der Szene, der dann da immer wieder von einigen kommt.
Das wäre auch mein Punkt gewesen. Katharina ist schon raus. Hallo überhaupt, wenn ich dich schon wieder mal live sehe. Also wir haben jetzt überall Commitment und Ziele. Heißt das als PO, ich muss jetzt schon wissen, was ich will? Oder verlassen wir damit den Kreis des Radikalen, des Disruptiven? Heißt, ich muss jetzt schon wissen, was ich kriegen will. Na gut, das ist doch so einfach. Das ist so die Frage, wo ich mein Produktziel aufhänge. Ja? Wenn ich jetzt sage, hier, lass uns in 10 Jahren auf dem Mond sein, ja? Dann wird auch jetzt keiner sagen, das wäre nicht ein disruptives Vorhaben. Also das hängt doch an dem Ziel selbst, was ich setze. Ja? Und diesen Rahmen habe ich ja weiterhin zur Verfügung. Und Führung war schon immer, hat immer was mit Zielen zu tun. Ein Team braucht Ziele. Ich meine, warum stehe ich morgens auf? Weil ich Ziele haben will. Wenn ich allein arbeite, habe ich mein persönliches Ziel. Wenn ich im Team arbeite, sollte man ein gemeinsames Ziel haben. Das muss irgendwo hinkommen. Und so gesehen steht ja auch nur da, und so gesehen die Betonung auf das Scrum-Team, dass das Team, das drei Verantwortungen beinhaltet, und der Product Owner ist einfach der Dienst an dem Team, ist es, dafür so Sorgen zu tragen, dass wir verdammt nochmal ein gemeinsames Ziel haben. Sonst macht die Arbeit nun mal auch keinen Spaß. Also ja, so mein Dafürhalten. Ja, ich gehe jetzt natürlich ein bisschen so provokativ rein. Das heißt, ich weiß jetzt schon, in einem Jahr habe ich so viel Return of Invest. Ich muss das jetzt schon alles wissen, aber ich bin doch im disruptiven Bereich. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich jetzt ein Ziel formulieren? Also ich meine, erst einmal für praktische Gründe, ne, für practical purpose, kannst du genau sagen, für viele Teams ist Produktziel identisch mit dem, was wir als Produktvision kennen. Also für welche Kunden, die welche Bedürfnisse haben, erstellen wir was für ein Produkt und was für Hauptfeatures. Ein Unterschied ist nur, eine Vision ist teilweise schwer zu erreichen. Ja, also eine Vision ist unendlich und ein Produktziel ist endlich. Das heißt, wir wollen einfach schon konkretisieren. Und es gibt viele Methoden, die dann genau auf der Basis auch arbeiten. Beispielsweise das Impact Mapping von Goyko Atzik. Das startet mit einem konkreten Ziel, ja, wo ich also sagen kann, habe ich es denn auch erreicht? Das hilft auch ein bisschen, also wir kennen das doch zu gut, diesen Scope Creep oder diese Never Ending Backlogs, wo wir sagen, also die Product Backlogs, die dann so auf hunderte oder tausende Einträge anwachsen, weil das geht ja alles so in Richtung dieser Vision. Ja, und bestenfalls werden dann Releases eingezogen, nach Motto, alle 4-5 Monate kommt mal so eine neue Vision raus. Jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, okay, was ist denn nun wirklich der nächste große Schritt, den wir mit unserem Produkt erreichen wollen? Und ein echter Product Owner kann das beantworten. Ja, und es kann natürlich mehr Sachen dazugehören. Also das heißt, ich kann nicht meinen Hermes-Projektantrag der Geschäftsleitung da nehmen als Projektziel und ins Backlog reintun. Michael, ich glaube, der Michael hat die Kamera an, den nehme ich mal dazu. Michael. Ja, du hast die Kamera an, deswegen glaube ich, du wolltest in die Runde rein, wolltest miterzählen. Ich habe vergessen, die Kamera auszumachen, als es so wollte. Mensch, ich habe die Kamera immer an, mich darf man sehen, ich bin da nicht so erschrocken. Ich gehe mal A auf die Diskussion drauf und B sage ich auch mal was zum Scrum Guide. Also ich finde den Scrum Guide, so wie er jetzt in der Version 2020 auf den Markt gekommen ist, wollte ich gerade sagen, eigentlich sehr gut. Zum einen mal deckt er das ab, wie wir schon immer in Anführungsstrichen arbeiten. Das heißt, so wie man eigentlich mit Scrum schon gearbeitet hat die letzten Jahre, sei das jetzt das Sprintziel, dass es wirklich recht relativ konkretisiert ist, dass die DoD vorhanden ist, dass es DoDs auch gibt wirklich für das Inkrement und so weiter. Das war die Art und Weise, nicht wie ich Scrum verstanden habe, sondern vielleicht wie auch meine Mentoren das mir beigebracht haben. Jeff war mein Mentor. Ich habe es bei ihm wirklich persönlich gelernt, mit Josef Pellini zusammen dann. Für mich deckt er jetzt genau das ab, wie man eigentlich schon immer, oder wie ich zumindest mein Scrum schon immer implementiert habe, wie ich es auch trainiert habe, den Leuten. Und was die Diskussion betrifft, die gerade im Laufen ist, gerade was das Produktziel betrifft, die Visionen. Ich meine, wir bringen ja als Trainer, Coaches, Scrum Master, wenn wir unseren Product auch noch bei, hallo, wir haben hier einen Product Backlog. Jetzt sagen immer viele, ja, das Ding ist unendlich, wie gerade Andi auch schon gesagt hat. Naja, das unendlich heißt, wir werden niemals mit dem Produkt fertig. Das kann auf der einen Seite gut sein, das kann auf der anderen Seite schlecht sein. Und wenn du dann den Product Backlog mal durchforstest, dann landen dort entweder immer mehr Ziele, mehr Dinge im
weiter unten, ich bleibe jetzt mal bei der vertikalen Darstellung, die nicht mehr erreichbar sind oder gar nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr relevant sind oder auch technologisch, topologisch. Du hast einen Mülleimer unten im Product Backlog drin und deswegen finde ich das jetzt mit der Vision, wie Andi auch gesagt hat, eine Vision ist etwas, ja, erreichst du jemals eine Vision? Eine Vision ist gut wirklich für ein Ziel, aber du musst das irgendwann mal konkretisieren in Häppchen, wie jetzt gerade auch gekommen ist. Du kannst Releases draus machen, du kannst Versionen draus machen. Ja, dann mach eben doch ein Produktziel draus und da gehen wir drauf hin und das ist mein Produkt. Und irgendwann mal ist auch ein Produkt nicht mehr ja, erweiterbar. Es macht markttechnisch vielleicht auch gar keinen Sinn mehr. Und deswegen finde ich eigentlich die Abstraktion, die jetzt im Scrum Guide drin ist, wesentlich besser. Mhm. Eben dann ganz genau damit zu arbeiten. Nochmal ein anderer Aspekt vom Danilo, der aber noch im Bus ist und sich gerade nicht selber vertreten kann. Das Schlimme ist ja nicht so sehr das Produktziel, sondern das Commitment und vor allen Dingen die Definition of Done. Die ist jetzt ein Sprint-Sized Waterfall. So, das ist natürlich interessant zu überlegen, also was ist da das Problem? Ne? Die Definition of Done als Quality Gate zum Increment besagt ja eigentlich nur, wann ist etwas gut genug, dass es in das Increment kommt. Das war ja schon immer da. Das ist ja keine Änderung. Das Dumme ist nur, dass es vielleicht vorher nicht so klar war. Ein Sprint-Size Waterfall würde bedeuten, dass ich erst am Ende des Sprints diese Definition of Done erfülle. Das ist aber in Scrum so nicht gesagt. Ist das so? Ja und nein, weil es gibt ja auch genug Scrum-Definitionen, wo gesagt wird, den Sprint kann man sich vorstellen wie so ein Mini-Projekt. Ja? Mhm. Aber auch da ist es nie gedacht. Das heißt also, diese Idee, beispielsweise so ein One-Piece-Flow auch in Scrum zu machen, ist vollkommen kompatibel und noch besser ausgedrückt mit dieser Idee der verschiedenen Inkremente. Das heißt, wenn du One-Piece-Flow machst, du sagst, du machst ein Product-Backlog-Item fertig, bevor du das nächste anfängst, dann hast du tatsächlich ein Inkrement pro Product-Backlog-Item. Und es ist auch so, in Fertiges zu wandeln. Ne? Dieser Begriff, also dieser Satz kommt ja ganz oft, gerade vom Jeff auch getrieben, ein Product-Backlog in Fertiges umzuwandeln. Wann das passiert im Sprint, klar, aber das ist nicht am Ende. Ne? Aber es gibt natürlich Situationen, wo das wirklich 4 Wochen braucht, bis mal ein Stück aus dem Bruder-Backlog-Eintrag tatsächlich umgewandelt wurde oder gewandelt wurde in was Fertiges. Und da dauert es manchmal 4 Wochen, aber das muss nicht so sein. Und es ist sicherlich auch nicht das Ziel vom Team und sicherlich auch kein effektives Vorgehen für das Team. Dann kann ja ein Team ja besser werden. Aber man könnte es so lesen. Ich lese es persönlich so nicht. Ich habe es auch noch nie so gelesen gehabt in den alten Scrum-Guide-Versionen davon. Das ist halt immer so die Interpretierung des heiligen Textes. Ne? The holy script. Was ein kleines bisschen fehlt, ist, da wird über Commitment jetzt diskutiert, da werden über die Product Goals diskutiert und dass hier, ja, wie es hier gerade auch von Danilo geschrieben wird, das ist ein Sprint-Sized Waterfall. Kann man natürlich jetzt ganz gigantisch drüber philosophieren. Was mir hier aber gerade ganz gigantisch fehlt, was war eigentlich die Intention und die Motivation für den Sprint? Eigentlich ist der Sprint ein geschützter Raum, das ist eine Timebox und innerhalb derer ich dann x Einträge aus meinem Product Backlog oder Product Backlog Items abarbeite, beziehungsweise das Team abarbeitet, um zu einem Inkrement zu kommen. Und den füllen wir aus, den Sprint. Und natürlich, jetzt gibt es relativ viele Teams mittlerweile und zwischenzeitlich, die während dem Sprint auch schon ausliefern über ihren Product Owner. Das heißt, Product Backlog Item ist fertig, wird ausgeliefert. Das heißt, man wartet gar nicht mehr, bis das Inkrement fertig ist, bis zum Sprintende, sondern man liefert zwischendurch schon aus und das Review wird dann nur noch nachbetrachtet, dann ausgeführt. Ja, aber es ist die Frage, machen wir dann hier noch Scrum, machen wir kein Scrum? Ja, absolut. Und sogar noch viel weiter. Also wenn ein Team mich vorher fragen muss als Product Owner, ob sie was ausliefern, dann mache ich was falsch. Und zwar im Sprint. Ich erwarte das, dass sie das selbstständig tun, ja, und dass es fertig ist. Sonst hätten wir ein ganz schlechtes Verständnis von fertig. Also da ist meine Sichtweise sogar noch viel weiter und das ist auch diese Sichtweise teilen viele andere auch. Und das ist kein Widerspruch ins Scrum. Das ist eher eine Entwicklung des Teams. Also was ist die Stärke von einem Scrum-Rahmenwerk? Ist ja, dass sich Teams und Organisationen weiterentwickeln. Und man muss einfach echt mal froh sein, wenn man anfängt,
Und es schafft innerhalb von 4 Wochen ein Team dorthin zu kriegen, dass am Ende von 4 Wochen das fertig haben. Man guckt sich als Product-Owner und Stakeholder das gemeinsam an und sagt, hui, wir haben was fertig gekriegt. Und dass dann die Entwicklungsreise bitte sehr weitergeht, ist ja Sinn und Zweck der Sache. Und wenn dann ein Team alle 5 Minuten was fertig macht und das direkt mit dem Nutzer arbeitet und daraufhin optimiert, dann ist es ja genau das, was wir erreichen wollen. Ja. Ich sehe in dem Text da keinen Widerspruch und das liegt, glaube ich, eher daran, dass man seine eigene Interpretation davon gefunden hat und sich schwer tut, aus dieser eigenen Interpretation wieder rauszukommen. Und da geht uns allen so. Ne? Ja. Und vielen vielleicht, die jetzt auch diesen Text gelesen haben und vor einmal das Bild, was man hatte davon, ein bisschen durcheinander kommt. Wir hatten Leute wirklich im Large-Scale-Scrum-Umfeld, wo ich sagen würde, sind ja eigentlich an der Ecke, sagen wir mal, an der radikalen Ecke von Scrum, die wirklich sehr, sehr konsequent dann ja auch skalieren, wo ich ein Riesenfan davon bin selbst, ne? Das ist nicht die Frage, aber die waren bitter enttäuscht. Ja? Die haben gesagt, das zerstört jetzt Less, was ich nicht verstehen konnte, weil ich gesagt, also eine bessere Definition für Less kann es ja gar nicht geben, da steht sogar drin, dass du nur ein Produkt ohne geben kannst. Aber für die war das, sie haben einfach ihr gewohntes Bild nicht mehr da drin gefunden. Und da muss man manchmal vielleicht erstmal wieder abgeben und sagen, okay, ich versuche das mal wieder neu zu verstehen, was da gerade geschrieben wurde. Vielleicht ist das auch das Tolle gerade an dem Scrum Guide, dass es uns einfach dass uns auch mal wieder in die Diskussion reinschubst, wie die hier. Ne? Ich versuche mich auch in die Diskussion einzubringen, weil als Moderator muss ich auf die Timebox schauen. Oh, Entschuldigung. Wir sind noch 9 Minuten vor der Timebox, also vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann die Show abbinden und uns abklatschen und ins Feierabend Apero gehen in der Schweiz. Vielleicht noch eine Frage, wenn was ist? Jemand, der noch was noch mal reinpushen will? Genau, auch wer jetzt nicht diskutieren möchte, ihr könnt gerne auch noch eine Frage im Chat stellen. Wir nehmen Fragen auf allen Kanälen. Ah, von Chris. Ja, der ist fast fertig, der Scrum-Reader. Also es gibt einen neuen Scrum-Reader, die 4.0er-Version, nennen wir die jetzt erstmal, wird einfach hauptsächlich den Text des neuen Scrum-Guides enthalten und die nächste Version wird dann wahrscheinlich auch noch weitere neue Artikel enthalten. Wir machen das inkrementell und werden dann Bescheid geben und den auch zum Download bereitstellen. Da kommt eine Frage auch noch, was hat euch enttäuscht, dass es nicht drin war? Das ist eine gute Frage. Vielleicht mal alle. Schreibt es doch mal im Chat. Was hättet ihr euch gewünscht? Ja, es ist ja im Chat drin. Ja, das kann das ist fies, Andi. Du bist gefordert. Was hat dich enttäuscht? Komm, komm ich aus der Fahrt. Also mich hat enttäuscht, ich finde, dass Ken und Jeff ziemlich inflationär das Wort Commitment verwenden. Ja. Und ich weiß, es sind Amerikaner, das heißt, die haben einen eingeschränkten Wortschatz, aber trotzdem hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, zu überlegen, wie kann man es besser darstellen. Weil Commitment kennen wir als Wert. Commitment war früher auch die Idee, dass sich das Team auf das Sprintziel committet. Das heißt, also mit Hingabe versucht, dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt Commitment auch noch zu nehmen als Relation zwischen den Artefakten und ihren Qualitätskriterien oder ihren Leitbildern oder wie man das auch immer nennen mag, das halte ich nicht unbedingt für eine Vereinfachung. Also es ist einfacher für denjenigen, der den Scrum Guide schreibt, aber nicht für denjenigen, der ihn liest. Also da hätte ich mir gewünscht, dort tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Mühe sich zu geben, dort bessere Worte zu finden, besser übertragbare Worte. Ja. Das ist so, denke ich mal. Und natürlich, dass man jetzt anfängt, irgendwie statt Rollen einen in der Soziologie definierten Begriff jetzt von Accountabilities zu sprechen, das macht es auch nicht einfacher. Aber ich kann es verstehen, hat auch Vorteile wie eben halt die Schärfung dessen, dass wir wirklich ein Scrum-Team haben und nicht einfach nur irgendwelche Leute, die ich zu einem Projekt zusammenziehe. Ja. Für mich ist eine Sache, wo ich ein bisschen schade finde, dass sie es nicht angegangen haben, nämlich den Developer. Klar, ich weiß, was damit gemeint ist, aber wir wissen einfach aus der Praxis, mit den vielen Menschen, die mir sprechen, Scrum beibringen, ihr auch im Unternehmen unterwegs seid, die Assoziation, zumindest in unserem Kulturbereich, ist ein, wie vorhin schon erwähnt hat, einfach der Programmierer, das einfach zu wenig ist. Da
Ja, da, wenn man was reformiert hätte, einen anderen Begriff gewählt hätte, hätte ich mir gewünscht, da wird was anderes da stehen, wenn es Product Developer wäre oder so. Ne? Das klar ist, hier geht es ein bisschen mehr als jetzt einfach um das Programmieren. Das wäre so ein Wunsch von mir gewesen. Ja. Aber viele andere sagen das auch, habe ich mitbekommen. Sehr gut. Michael, du bist noch im Ring. Hat dich was enttäuscht? Weil dann kommt mir zum Schluss noch nach dir. Wurde schon alles gesagt. Also meine Erfahrung war wirklich das, Kollege gerade gesagt hat, Entschuldigung, mein Namensgedächtnis ist einfach ziemlich schlecht, mit dem Developer. Da habe ich vor allem, wenn es wirklich um Teams geht, die keine Software entwickeln und ich bin relativ hybrid unterwegs, da hat man dann wirklich Probleme damit. Das hätte ich mir gewünscht, dass es anders formuliert wird. Product Developer, mir selbst fällt mir im Moment gerade auch kein Name ein, aber es hat mich einfach... Man hätte jetzt sich Mühe geben können. Da bin ich jetzt wiederum bei Andi, auch mit dem inflationären Umgang mit dem Commitment. Man hätte sich ein kleines bisschen mehr Mühe geben können, genau die richtigen Wörter zu finden. Das ist das, was mir fehlt, was mich enttäuscht hat. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es relativ wenig, gibt es darüber hinaus nichts, wo ich sagen kann, okay, ist relativ bescheiden ausgefallen. Ja, also die Wortwahl Developer ist ja auch back to the roots. Also Scrum hat angefangen mit der Aussage von Jeff Sutherland, ihr seid alle Developer. Egal, ob ihr Business Analysten, Tester oder was auch immer seid. Und bevor Andi jetzt ausholt, entschuldige, wenn ich dir da reingrätsche, weil wenn du so tief Luft holst, kommt ein 10-Minuten-Statement. Unsere Timebox ist in 4 Minuten rum. Das sind die Kanban-Leute, die achten auf die Timebox. Wir haben eine Cycle-Time. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde bei Andi und Pete ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ihr investiert habt, uns über den aktuellen Scrum Guide zu erklären. Ich stoppe gleich die Aufnahme und dann dürft ihr ja Fragen stellen, ohne dass ihr aufgenommen werdet. Ich glaube, da kommt nochmal eine Ladung. Und sonst vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die Beiträge, für die Fragen, dass ihr da mitgemacht habt, auch an die Teilnehmer. Wir suchen immer coole Speaker. Falls ihr eine Idee habt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch da auf die Bühne. Und an der Stelle bedanke ich mich an allen, wünsche einen schönen Abend. Offiziell ist die Scrum User Group Bern aus. Auf Wiedersehen.